Schon wieder! Anderes zum Vieh, oder? Ich glaube, ich mach mich vom Acker kratzen. Ah, wo? Wartet, ich muss mich nochmal vom Acker machen. Oh Gott, wie ich jetzt. Ich schau mal hin. Kleine Heilung. Ich brauche meinen Bogen. Okay. Ich bin hier. Ach, da habe ich ein Speer drin. Okay. Super. Bleib unten. Heilende Hände. Ich brauche meinen Bogen. Und die sind härter hier, ne? Was denn? Ich bleib mal in. In. Okay. Okay. Die hat noch getroffen. Denke ich das nur, oder sind die härter hier? Und vor allen Dingen, wir kriegen keine Drachenseelen hier. Die stiehlt uns. Komische Mira-Art. Verdammt, den habe ich nicht getroffen. Der sieht besser aus. Nochmal getroffen. Er lebt noch. Er lebt noch. Sollen wir irgendwas... Wunden schließen. Ich brauche meinen Bogen. Sind das zwei? Da plattet doch noch was rum. Oh. Wunden schließen. Wo ist er denn hin? Ich brauche meinen Bogen. Ja? Wunden schließen? Wunden schließen. Ich brauche meinen Bogen. Wo ist er denn? Sinn. Ich brauche meinen Bogen. Okay, das war nicht gut geschossen. Na, noch lange nicht. Oh! Wunden schließen. Ich brauche meinen Bogen. Come on, show me how brave you are. Ah. Ich will jetzt nicht noch umkommen. Mir egal. Vorbei. Heieiei. Ich habe noch gesagt, wir machen die Drachen stärker. Oh, oh. Wir machen die Drachen stärker. Sei grüßt. Nein! Der hat mich im Maul. Ich bin tot, ne? Okay, ich bin jetzt wirklich vorsichtig. Wir werden das Ganze jetzt in der vorsichtigen Phase lösen. Ich brauche meinen Bogen. Ja,
kommen wir schon hin, bevor sich die nicht verlassen. Wunde entschließen! Oh. Was spuckt denn dir ein? Ich brauche meinen Bogen. Er hat schon wieder gespuckt. Oh oh. Das ist. Nehme ich mal an. Ach, Drachenform hätten wir auch noch anzugeben. Wunden schließen! Müssen hier in Bewegung bleiben? Ich brauche meinen Bogen. Wir müssen in... Aber der ist schon weit angeschlagen. Und jetzt fort. Wunden schließen! Ich brauche meinen Bogen. Nicht so. Manchmal kann ein Baum Wunder wirken. Sag mal, was ist denn jetzt? Wer ist denn hinter mir? Wunde entschließen. Ah, ist ein zweiter Drache. Wunde entschließen. Hier krieg ich eine Drachenseele. Ah, hier krieg ich eine Drachenseele. Also stiehl denn nicht immer. Warte mal, dann machen wir Eis. Ich glaube, das ist ein... Keine Ahnung. Ah, mein Freund. Sei gegrüßt, sag ich nur. Sag mal, was machst denn du hier für ein Spektakel? Jetzt mal ganz ehrlich. Heute heißt die Folge der Drachenkampf. Ich brauche meinen Bogen. Oh. Wo ist er? Ansonsten geht es noch ganz gut, mein Freund. Ich will nicht nochmal sterben, bitte. Wäre das möglich, wenn ich das jetzt schaffe? Der war gut. Der war auch gut. Der war noch besser. Verdammt, der war nicht gut. Wunden schließen! Wollen wir ein Feuerresistenz? Ich brauche meinen Bogen. Ich brauche meinen Bogen. Wunden schließen. Eieiei, wir gehen mal ein bisschen in Deckung, da tempen vielleicht. Könntest du uns ein bisschen helfen hier? Ich brauche meinen Bogen. Okay, gib's zu. Das war die blödeste Stelle, an die ich mich hinstellen konnte. Wunde entschließen. Was sind denn das für Drachen hier? Ich brauche meinen Bogen. Warte halt. Ich brauche meinen Bogen. Ich würde mich fürchten. Also ich fürchte mich, will ja.
ganz kaputt. Verdammt, das war zu hoch. Die hat getroffen. Die hat, glaube ich... Jetzt weg. Wunden schließen! Das nenne ich mal seit langem wieder ein Drachenkampf. Ich habe echt nichts gemacht drin. Ah. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ah, hier. Ich brauche meinen Bogen. Was ist denn das für ein Drache? Ist das Mira Axt Drache? Wunden schließen. Sag mal, wer... Wer schießt denn auf mich? Das war ein Urdrache. Wir haben zweimal Seelen bekommen. Ja, Mirak, weißt du, ist ja langsam, ne? Hinten ist irgendjemand. Ich muss mich schützen. Wer hätte gedacht, dass hier noch so viel Wasser ist? Ich bete. Was kommt jetzt hier für ein Schneesturm? So, was ist denn das? Was ist denn heute? Was ist denn heute los? Ich finde den nicht mehr. Kultist. Ja, der hat ja eh nichts dabei. Ja, könnten wir mitnehmen, weil wir brauchen noch was für unser Haus. Da haben wir noch ein paar Truhen frei. Ja, Drachen töten, hast du das nicht gemerkt? Das ist total schwierig. Aber die zwei unterhalten sich. Aber die unterhalten sich nochmal. Hier möchte ich jetzt eigentlich nicht stehen bleiben. Wo ist denn eigentlich unser Desk? Ein Walddrache. Ach, deswegen hier, das ist komisch. So, wir gehen... Völlig falsch. Oder? Hä? Moment. Ach so. Okay. Okay. Wir müssen so entlang. Kommt mit. Ich muss mich heilen. Da könnte ich dann, wenn ich irgendwann mal wieder dran denke, also in 1000 Jahren, auf den Slot könnte ich noch was anderes legen. Weil wir brauchen eigentlich nur noch, wir haben genug Magie jetzt, wir können das Ganze auch mit Wunden schließen machen. Todeswolke.
So, dann schauen wir nochmal. Oh, ich bin ein bisschen falsch. Wir müssen am See entlang, oder was das ist. Keine Ahnung. Gehen Sie das. In den See sollte das sein, oder? Ich glaube, wir sind jetzt schon falsch. Sind wir wieder im Dorf, oder? Nee. Doch. Sind wir wieder im Dorf. Ja gut, dann haben wir halt einmal eine Runde gedreht. Ja, das wollte ich. Es war das, was ich im Sinn hatte, kurz mal beim Skaldorf vorbeizuschauen. Nee, natürlich nicht. Es ist halt passiert. So, lass jetzt rauf. Wir schauen aber lieber nochmal drauf, ehe ich nochmal falsch lag. Nee, wir sind noch nicht um diesen Fels herum. Hier wahrscheinlich. So, jetzt schauen wir nochmal drauf. Ja, da kommen wir zwar richtig. Ja, kommen wir richtig, ne? Wir müssen nur hier irgendwie hier hinten rauf. Ich weiß noch nicht genau. Irgendwie Fleisch. Haben wir das Fleisch bekommen? Ja, ne? Was ist das für ein Vieh, was wir da zurückbringen sollen? Du? Bist du das? Bist du der Bursche, den ich zurückbringen soll? Hier, etwas ganz Leckeres. Kriegst halt Muschelfleisch. Wieso eigentlich? Na gut, dass wir Muschelfleisch dabei hätten. Wahnsinn. Muss man nicht lernen. Das wird Zufall, mein Freund. So, wir gehen jetzt um den See hier rum. Okay, das Vieh kommt mit. Ist in Ordnung. Inigo, you're quite good in marks, aren't you? Do you think you can train me? Once I was able to train you. And you did. So, wir sind jetzt richtig, ne? Ja. Wieso ist eigentlich hier... Ach so, außen müssen wir. Ach ja, drinnen ist ja das Tagebuch. Then I hit that girl in the knee with my arrow. And she got the blame for it. Alles gut? I guess that's why she refused to train me again. Ich muss mir wahrscheinlich hierher bringen, oder? Hier rein. Wo ist das Vieh? Schön. Wir müssen mal drin schauen, wo dieses Tagebuch drin ist, ne? Würde mich ja nochmal interessieren. Wir suchen noch ein Tagebuch, das irgendwo hier rumliegen könnte. Ich sehe aber momentan kein Tagebuch. Ne, juck. Jetzt nur am Kopf. Am Kopf. Müssen wir tatsächlich nochmal. Der wird doch das Tagebuch nicht hier in die Knochen geschmissen haben. Muss ich tatsächlich jetzt nochmal reinschauen? Wo das Tagebuch sein könnte. Wer weiß, wo die das hingewuselt haben. Okay, ich schau nochmal. Ist ja gut. Mhm. Ja, doch hier, ne? Ach, da! Das hätte ich sehen können. Na, lesen wir mal. Eisherbst. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist.
Wir reisten entlang der Straße und wurden von Banditen in der Nähe der Kiefernmondhöhle angegriffen. Wie konnten sie so weit bekämpfen, dass wir entkommen konnten? Wir fielen mit etwas Abstand. Wir flohen mit etwas Abstand nach Süden und fanden zufällig einen Bereich von stehenden Steinbögen mit Schutt in der Mitte. Wir hatten keine Zeit, wegen der Banditen das zu untersuchen, aber ich machte mir eine Notiz davon und werde hierher irgendwann zurückkehren, um das näher zu erkunden. Oha. Okay. Grabruine. Eine versteckte Kammer können wir auch noch finden. Schön. Aber, bevor wir das machen, muss ich sagen, dein Eber ist wieder da. Kehlschlamm, folgt euch. Kehlschlamm, erkennt Stärke. Stamm stärker, ihr bleibt, helft mir. Ich bin nicht so sicher, ob ich euren Stamm noch stärker machen sollte. Stamm vermisst, Rotgras, brauchen für Göttersprechtanz. Ihr bringt Rotgras, wir tanzen. Okay, das ist archäologisch doch wertvoll, einen Tanz eines fremden Volkes zu studieren. Was ist eigentlich dieses Rotgras? Hier, wie das geht, bringt zwei Hände Rotgras, sagt Freund von Stamm. Ist das schon ein Teil des Tanzes? Interessant, allemal. Archäologisch oder vielmehr historisch, vielleicht auch anthropologisch. Ja, eher anthropologisch. Alles klar. Eher anthropologisch. Man kann sich alles sagen. Was willst du eigentlich? Bringe dem Häuptling 10 Supuli. Ja klar. Haben wir sonst nichts zu tun? Also Supulis zu bringen? Das wissen wir natürlich nicht, wo das ist. Ne? Da gehen wir raus. Du weißt praktisch auch nicht, wo die blöden Blumen sind. Wir schauen mal kurz. Ja, gehen wir zum Tierstein. Gehen wir zum Tierstein. Ach so, den müssen wir erst wieder antatschen. Yeah. Müssen wir leider antatschen. Zack. Ansonsten geht hier gar nichts. Ach. Schaut an. Das sind solche. Ja. Reeklings working on an Allmaker stone. Oh, this is weird. Das ist tatsächlich merkwürdig, Vilja. Moment. Hey, be careful. Die gehen echt gut. Sehr schön. Achso, sowas setzen wir leider nicht auf. Machte gut, echt? Also, und? Alles klar? Aha, ihr seid also äußerst erfreut drüber. Kann ich nachvollziehen.
So, was machen wir noch ein bisschen? Achso, da unten ist der Sonnenstein, den braucht man noch. Was ist denn das da unten? Ah, Nilut. Okay, und das hier? Ach ja, zum Hauptmann. Und das hier? Da gehen wir jetzt hin. Also, wir gehen zumindest noch hin. Was wir dort machen, weiß ich noch nicht. Ich bete zu Rain. Todeswolke. Ja, da liegen tatsächlich. Da liegt tatsächlich alles voller Drachen. Ne? Also Skelette zumindest. Und ihr. Na gut. Ihr nutzt wahrscheinlich meinen Willen beugen so gar nichts. Ne? Vor allen Dingen. Ich nehme an, das ist mitten in der Nacht. Wir müssen vielleicht mal schlafen, ne? What say you? Should we investigate? Nee. Wir gehen und suchen den. Ja, ihr wisst, ne? Den suchen wir. Warte, ich schau noch mal kurz. Ob wir halbwegs richtig sind. Okay, da vorne müssen wir halbwegs rechts. Weil die Straße hier ist ja sowieso, ne? Mit Straßen hier. Oh. Straßen ist halt. So was Vages, ne? Man weiß, es gibt. Aber. Hey, Vilja, did you see that shadow? Das kennen wir. Nicht zweimal denselben Joke, bitte. What? Where? Right over there. Can you not see him? Warte mal, was ist denn das da oben? Müssen wir da hin? Moment. Ja, ich glaube, das ist richtig. Oder? Oder müssen wir gleich hier hin? Was ist denn das so? Ist jetzt alles gut? Ist ja noch Talmor. Are you insane? I have heard that he only das hier sind Talmor-Angelegenheiten. Und verzieht euch. Talmor. Oh, no. Was tun wir? Was tun wir? Talmor hier. Ach, das wird die Dwemer-Ruine sein. Talmor. Merkwürdig. Ich glaube, wir müssen sogar da runter. Ja, wir müssen genau dorthin. Zu dem. Ja, es nützt nichts. Jungs. Zieht euch warm an. Denn. Ja, genau. Todeswolke. Ja, das nützt ja nichts, meine Freunde. Aufgepasst. Super, und der hat uns fast gar nicht wehgetan. Obwohl es ein Talmor ist. Was machen hier die Talmor schon wieder? Für Blödsinn. Oh, Elfenpfeile nehme ich gerne. Was habt denn ihr hier? Treibt ihr hier für Spielchen? Fragt man sich. Die Frage, jetzt müssen wir überhaupt hier rein, ne? Wahrscheinlich. Ja, aber ich möchte jetzt hier rein, ist mir egal. Ein Schlüssel. Hat jemand von euch einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? Nö. Das waren drei, ne? Du? Auch nicht. Und du? Du hast. Oh, das Brot nehmen wir mit. Das sieht lecker aus. Und jetzt schauen wir mal, was
hier los ist. Das wird mich echt interessieren. Was ist denn da los? Allmählich werde ich angesichts eures mangelnden Fortschritts ungeduldig. Wenn ihr den Schmied nicht brechen könnt, sehe ich mich gezwungen, einen fähigeren Vernehmer zu finden. In eurem nächsten Bericht erwarte ich vielversprechende Resultate. Ist das nicht dieser Botschafter? Ich habe davon gehört. In Einsamkeit. Keine Ahnung. Kalasar, da bin ich raus. Ich muss mich heilen. Todeswolke. Weißler für den Ehrenmann, das können wir noch gar nicht. Ach, von Mikael, dem Baden, nicht? Der ein Buch schrieb. Wahnsinn. Obwohl, wer weiß, wenn wir hier das Geld klauen, ne? Eure Furchtlosigkeit beeindruckt mich immer wieder. Und unsere Diebeshaftigkeit? Wie sieht's damit aus? Oh, hier ist aber ganz schön spinnig. Halt, da liegt jemand rum. Ihr da. Geht es euch gut? Fremdling. Ich erinnere mich an euch. Ihr habt auch die Skal von dem dunklen Zauber befreit. Dank sei dem Altschöpfer, dass ihr gekommen seid. Diese verfluchten Elfen haben mich entführt. Tatsächlich? Braucht ihr Heilung? Nein, meine Wunden sind nicht schwer. Ich glaube nicht, dass die Elfen mich verletzen wollten. Vielleicht wollten sie mir Angst einjagen. Im schlimmsten Fall kann ich jetzt ein paar blaue Flecke vorzeigen. Immer wieder diese Talmor. Wir haben schon einmal zwei Gefangene von ihnen befreien müssen. Schwer zugerichtet. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr mit heiler Haut davongekommen seid, weil sie so... Ich sag's mal. Warum haben euch eigentlich die Talmor entführt? Das Wort Talmor sagt mir nichts. Aber wenn ihr die Elfen meint, sie haben versucht, hinter die Geheimnisse des Stahlriemschmiedens zu kommen. Ihr Anführer, ein Elf namens Ankarion, besitzt eine Karte. Er sagt, auf ihr sei eine geheime Stahlriemquelle verzeichnet. Wow, dann ist dieses A steht für Ankarion, nicht für diesen Botschafter, den ich gehört habe. Tja, wir haben schon von diesem Stahlriem gehört, nicht nur das. Wir haben sogar ein paar Brocken abgebaut. Wo finde ich diesen Ankarion? Sie haben ein Schiff. Sie haben mich dorthin gebracht und mir die Karte gezeigt. Ihr findet es an der Nordküste der Insel. Bitte lasst nicht zu, dass Ankarion seine Waffen herstellt. Tötet ihn oder lasst ihn am Leben. Aber nehmt ihm die Karte ab. Sie gehört den Skal. Ich werde zum Dorf zurückkehren. Bringt mir bitte die Karte dorthin, sobald ihr sie habt. Und vielen Dank. Möge der Altschöpfer eure Tage segnen. So machen wir das. Könnt ihr gehen? I think I know where that ship is. North Shore Landing. I can lead the way if you wish. Momentan nicht, oder? Wir werden erst diesen Sonnenstein noch läutern und die anderen Steine, damit wir die Dunkelelfen hier von ihrem Bann befreien können. Ich glaube, das wäre das Beste derzeit. Sag mal, stehle ich gerade deine Truhe? Deine Truhe? Nee, du bist ja im Skaldorf, ne? Ich stehle irgendjemanden, irgendwas. Good job. Da waren
Da waren noch ein paar Dinge drin. Okay, wir gehen. Ist es ein Süßkuchen? Ne, noch ein Brot, nehme ich. So. Und du kommst. Warte mal, ich will wenigstens heilende Hände. Das Elfenschiff liegt an der Nordküste der Insel vor Anker. Der, den sie Ankarion nennen, hat die Karte. Ja, ja, ja. Das ist mir. Nico, was machst du hier? Warum bleibst du hier so? Na gut. Außerdem ist es, glaube ich, am Ende ganz gut, wenn wir davor mal wirklich mal wieder schlafen. So, ich würde aber gerne noch... Hier ist der Wasserstein. Und hier? Ach, Hauptmann. Ne, dann gehen wir zurück erstmal zu Hauptmann Velit. Und zum Erdstein, genau. Und dann können wir nämlich nach Rabenfels, ne? Ist doch hier, oder? Genau. So machen wir das. Okay, wir sind genau die richtige Richtung. Auf geht's. Ich weiß natürlich wie immer nicht, wie lange wir schon haben, wie lange nicht. Aber ich denke, eigentlich sind wir wahrscheinlich schon über die Zeit. Aber es macht nichts. Was leuchtet denn hier? Kann nichts Gutes sein, oder? Ein Smaragd. 30-karätiges Smaragd haben wir gefunden. Wahnsinn, oder? Ein 30-karätig. Im Grunde. Wer hätte man damit schon ausgesorgt, aber nie. Da sagt unser Kalasani. Wir müssen ja noch die. Oh, wir müssen uns ein bisschen rechts halten. Wir müssen ja noch die ganze Akademie ausbauen, ne? Und das kostet echt Geld. Da werden unsere 48.000 echt draufgehen, sag ich euch, wenn wir die Akademie ausbauen, die von Winterfeste. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Also, wir müssen uns... Ne, wir gehen einfach geradeaus durch und dann, wenn wir Wasser sehen, halten wir uns links. Das ist der Plan. Hier ist ein kleines Pfädchen. Da gehen wir, ach, da kommen wir direkt in die Stadt rein. Das ist super. Ups. Was macht ihr hier? Was ist das? Ach so! Das ist der Drachen, der da oben gelegen hat. Ja, danke! Könnt ihr noch an den Drachen erinnern? Sehr cool. Sehr schön. Ich möchte aber heute trotzdem noch, um ehrlich zu sein, zum Hauptmann. Wo war denn der nochmal? Einfach so, geradeaus und dann hat er dort irgendwie ein Haus oder so. Wahrscheinlich schläft er, ne? Der schläft sowieso. Nee, wir gehen in die... Nee, kommt. Machen wir heute Schluss. Sei es drum. Machen wir das nächste Mal. Fangen wir damit an. Ist in Ordnung. Brauchen wir jetzt nicht übers Bein zu brechen. So, ich sag ciao, ciao. Na? Leg mich ein Stündchen hin. Wird ja schon wieder fast hell. Und dann geht's weiter das nächste Mal. Seid ihr bereit, meine Freunde? Ich finde es super, dass ihr da... Wir können eigentlich jetzt, das nicht mal ganz so schneit, und unsere Kappen wieder runter machen, ne? Unsere Mützen. Ja, super. Ciao, ciao.